Hallo zusammen, ich bin Claudia und begrüße euch heute zum Live-Yoga von der CSS. Wir haben wieder 45 Minuten Power-Yoga für uns. Es wird wieder kräftig, stretchend, aber hoffentlich auch ein bisschen erholsam für dich. Nimm Platz auf der Matte, wir starten im Sitzen. Und wenn du einen Block oder etwas Ähnliches hast, oder zwei, ist das sicher nützlich. Aber es geht auch ohne und ich werde wie immer Optionen zeigen, damit alle Level mitmachen können. Zum Start bitte ich dich, die Augen zu schließen und auf dein Atmen zu hören. Dein Atmen zu spüren. Lange Atemzüge durch die Nase ein- und ausatmen. Nimm deine Atemzüge so lang wie möglich. Und du so lang wie möglich auch wieder ausatmen durch die Nase. Beim Einatmen wird der Rücken lang. Und beim Ausatmen gehen die Schultern wieder richtig matte. Nimm dir die Zeit jetzt, zu atmen, anzukommen. Und dich auf die folgende Yoga-Practice vorzubereiten. Noch einen tiefen Atemzug. Augen langsam öffnen. Dann kannst du einfach deine Hände fein bewegen. Du kannst machen, was du willst. Vielleicht machst du Füße und tust sie wieder auf. Oder vielleicht möchtest du deine Handgelenke kreisen. Wir starten mit den Händen. Lass den Atem weiterhin regelmässig fließen. Er wird dich während der ganzen Yoga-Practice begleiten. Dann wird wieder Bewegung und Atem verbinden. Wenn du deine Handgelenke kreisest, du die Richtung einmal wechseln. Und leg dann deine Hände locker über deine Beine. Starte mit einem Twist, mit dem Einatmen, die Arme anheben. Und auf rechts den Twist ausatmen. Bleiben. Lange gerade Rücken, Hals in der Verlängerung vom Rücken. Und mit der Einatmung deine Arme hoch, mach deinen Rücken lang. Seitenwechsel auf links ausatmen. Nochmal einatmen, ausatmen, Twist. Einatmen. Nochmal Twist auf links. Einatmen, Arme anheben. Und deine Arme lösen. Kreis deinen Oberkörper in eine Richtung von deiner Wahl. Der Rücken wird rund, die Wirbelsäule mobilisiert. Und du wirst langsam aufgewärmt. Und dann die Richtung einmal wechseln. Und zurückkommen, Oberkörper aufrichten. Bring nochmal deine Arme mit dem Einatmen hoch. Und komm auf rechts beim Ausatmen. Ellbogen, der unter am Boden ist, beugen. Und den linken Arm strecken. Vielleicht kannst du deinen Ellbogen, den rechten, auf die Matte legen. Und vielleicht ist er leicht in der Luft. Mit dem Einatmen, einen Arm am anderen, den Seitenwechsel, rechten Arm stretch, linken Ellbogen bogen. Mit dem Einatmen zurückkommen, aufrichten. Komm über deine Knie in eine Vierfüßlerpose. Platziere die Hände unter den Schultern.
Schau, dass du Bodenkontakt hast mit deinen Händen, mit deinen Fingern. Schieb dich als erstes in eine Child's Pose. Das Gesäß auf die Fersen. Stirn Richtung Boden. Wenn immer du eine Pause brauchst, ist das deine Pose, deine Child's Pose. Pose vom Kind. Langsam zurückkommen in Vierfüßler. Und wir starten mit dem Einatmen, Blick zur Decke, Wirbelsäule mobilisieren. Ausatmen, Rücken rund, Kind zu der Brust. Nochmal einatmen. Ausatmen, runden Rücken, noch einmal in deinem Atemtempo. Und zurück in Vierfüßler. Stell deine Zehen auf und heb deine Knie weg von der Matte. Sie sind nahe bei der Matte, aber nicht mehr auf der Matte. Und komm dann zurück in ein Brett. Deine Hände sind unter den Schultern platziert. Und du kannst dich hochschieben in den ersten Hund, der runterschaut. Leicht in den Knie mit einem lockeren Kopf, lockeren Nacken. Du kannst ein bisschen laufen, ein Bein strecken, das andere biegen. Genieß deinen ersten Hund, der runterschaut, am heutigen Abend. Das Ziel im Hund, der runterschaut, ist dein absolut gerade Rücken, oberste Priorität. Und dann erst die Beine, die vielleicht leicht gebogen sind oder irgendwann im Laufe der Lektion oder später mal gestreckt und die Fersen richtig machen. Und mit dem nächsten Einatmen in ein Brett, Wirbel für Wirbel, Kniefüße ablecken, Ellbogen biegen, langsam deinen Oberkörper senken für die Cobra, einatmen. Ausatmen, Hund, der runterschaut. Heb dein rechte Bein zur Decke zum dreibeinigen Hund, büge das Knie, stelle den Fuss zwischen die Hände und das hintere Knie kommt am Boden. Mit der Einatmung den Oberkörper aufrichten und mit der Ausatmung Ellbogen beugen, Finger fächern, die Arme vom Kaktus. Die Haltung vom Oberkörper ist stolz, stolzer Blick geradeaus. Mit dem Einatmen Arme strecken, Ausatmen Hände Boden und runterschauen. Linke Bein, dreibeinigen Hund, Fersen zu der Decke schieben. Knie beugen, Fuss zwischen die Hände. Hintere Knie am Boden. Und dann mit der Einatmung aufrichten. Ausatmen, Ellbogen beugen, 90 Grad Winkel im Ellbogen, Hände fächern. Mit dem Einatmen die Arme anheben, Hände am Boden, Hund, der runterschaut. Komm langsam Wirbel für Wirbel in ein Brett, entweder Knie am Boden oder jetzt mit den gestreckten Beinen durchs Vinyasa. Ellbogen beugen, schmal am Körper und mit dem Einatmen Cobra oder Hund, der runterschaut. Hund, der runterschaut. Kleine Schritte, Füße laufen zu den Händen. Vorbeuge, Uttanasana, leicht in den Knie. Lockerer Kopf, Option, Hand bei den Beinen platzieren oder Hand an den Ellbogen oder am Boden. Mit dem Einatmen, Arme über die Seite hoch in gestreckten Berg. Hand vors Herz, ausatmen. Gerade nochmal einatmen, Arme. Ausatmen, Vorbeuge. Wir gehen nochmal hoch. Mit dem Einatmen, Arme über die Seite hoch, gestreckten Berg. Hand vors Herz. Ausatmen. Einatmen, Arme. Ausatmen, Vorbeuge. Zurücklaufen zum Brett, parallel zum Boden. Hand unter den Schultern platzieren. Beug langsam deine Knie nach zu der Matte und schieb dich in deinen Hund, der runterschaut.
Mit dem Einatmen das rechte Bein, dreibeinigen Hund, Kniebeugen, Fuß zwischen die Hände. Jetzt bleibt das hintere Bein in der Luft. Wenn du willst, kannst du das Knie wieder am Boden legen. Mit dem Einatmen in den High Lunge. Und mit dem Ausatmen deine Ellbogenbeugen, Hände fächern. Dein vordere Knie ist über dem Fußgelenk. Und dein Atem fließt regelmässig. Mit dem Einatmen den Arm anheben. Mit dem Ausatmen den Arm nach innen umkreisen. Gerade einmal einen Kreis. Und noch gerade noch mal kreisen. Das letzte Mal einatmen. Hände am Boden und runterschaut. Linke Bein, dreibeiniger Hund, einatmen. Fuß zwischen den Händen. Der Heiland links. Einatmen hoch und mit dem Ausatmen Ellbogen beugen, den Arm vom Kaktus. Und wenn du eingerichtet bist, vor dem Knie über deinem Fußgelenk, starten wir mit dem Einatmen Arm anheben und mit dem Ausatmen Arm gross kreisen Richtung Boden. Gerade noch zweimal einatmen. Und ausatmen, Hände am Boden und runterschaut. Wirbel für Wirbel langsam in ein Brett. Ellbogen beugen, den Körper Richtung Matte schieben und beim Einatmen Hund oder Kobra. Hund runterschaut. Bleib einen Moment in deinem Hund runterschaut. Du kannst, wenn du willst, laufen. Oder auch deine Fersen nach links und rechts verschieben. Kopf ist locker. Und dein Atem fließt. Was immer du jetzt gerade machst, in deinem Hund, der runterschaut. Du kannst auch deine Fersen anheben, auf die Zehenspitze kommen. Und beim Ausatmen die Fersen senken. Noch zwei lange Atemzüge. Heb dein rechte Bein, stell den rechten Fuß zwischen die Hände. Der linke Fuß kommt diagonal am Boden. Wir starten den zweiten Krieger, Virabhadrasana B. Das rechte Knie, das vordere Knie ist über deinem Fußgelenk, der hintere Fuß ist im Boden verankert. Schulterhaltung, Blick über deinen vorderen Arm. Heb deinen zweiten Krieger und nimm lange Atemzüge. Bleib einen Moment in dieser Pause. Jetzt verschieb dein Gewicht langsam auf dein gebogene Bein. Streck dein linke Bein, bring deine Zehen zu dir. Die Hände sind am Boden. Du hast die Option, die rechte Fersen am Boden zu haben oder in der Luft. Du musst deine Hände zusammenbringen vor deinem Herz, den Oberkörper aufrichten und deine Zehen ziehen zu dir. Heute machen wir etwas für die Beine. Langsam etwas höher verschiebt dein Gewicht aufs linke Bein. Oberkörper ist aufrecht. Sicher vom gestreckten Bein ziehen zu dir. Wir gehen gerade noch mal. Gewicht verlagern. Es knackst in meinen Hüften. Ich weiß nicht, ob man das hört. Vielleicht knackst es bei dir auch. Und noch mal auf die andere Seite. Dann langsam einmitten. Du kannst dich leicht stützen, die Füße ein bisschen näher bringen. Richte deinen Oberkörper auf. Streck deine Arme auf die Seite, die Sichel zeigen diagonal nach außen. Dein Gesäß ist schön tief. Mit dem Einatmen den Arm anheben. Mit dem Ausatmen Schultern senken. Vier Atemzüge. Noch zwei.
und strecke langsam deine Beine, komm langsam hoch. Bring deine Hände zum vorderen Bein in einen tiefen Lunge. Vorderen Bein beugen, sicher zeigen zum vorderen Matterrand. Und komm zurück in den Wabenlucht. Zwei lange Atemzüge, tief ein- und ausatmen. Deine Hände schieben dich hoch, aus der Matte raus. Wir haben für den zweiten Krieger einen Seitenwechsel. Linke Bein anheben, beugen. Fuß zwischen die Hände. Hintere Fuß diagonal, die Fersen setzen. Virabhadrasana B, Arm parallel zum Boden. Bleib einen Moment in deinem zweiten Krieger, damit man mich besser sieht, drehe ich mich. Und für die, die das Gefühl hatten, wir haben vorhin strenge Beiteile, keine Sorge, auf dieser Seite machen wir etwas anderes. Dein Blick ist immer noch auf der vorderen, über der vorderen Hand. Langsam deine Beine strecken, sicher nach aussen richten. Dich in die Taille einstützen und jetzt mit einem geraden Rücken deinen Oberkörper senken. Hände in der Mitte zwischen deinen Beinen am Boden. Streck deine Arme. Option, Hände auf dem Block platziert, dass du einen schönen geraden Rücken machen kannst. Du kannst auch zwei Blöcke oder aufrechte Blöcke oder ohne. Halt deinen rechten Arm mit dem Einatmen an, der Blick geht mit. Bleiben und ausatmen. Gerade nochmal einatmen, ausatmen, den Twist auflösen, Seitenwechsel, linken Arm, einatmen, Blick geht mit. Deine Arme bilden eine Linie. Die Hand am Boden schiebt dich aus der Matte hoch. Einatmen, beim Ausatmen zurückkommen. Jetzt lauf mit deinen Händen zu deinem rechten Fuß. Platziere deine Hände dort, wo sie beim Fuß hinkommen. Und schieb deine Stirn zu dem Fuß. Beinstretch auf der Beinrückseite. Option, den rechten Arm gerade noch mal anheben. Und vielleicht hinter deinem Rücken in der Taille beim Oberschenkel einklemmen. Fersen schieben die Boden. Stirn zieht tief zum Fuß. Und den Arm langsam zurückbringen. Über die Mitte mit den Händen krabbeln. Seitenwechsel. Wir sind beim linken Fuß. Stirn zieht tief. Und wenn du willst, bringst du den rechten Arm zu der Decke. Oder hinter deinem Rücken zwischen Taille und Oberschenkel. Deinen oberen Arm lösen, zurückbringen in die Mitte von deinen Füßen. Streck nochmal deinen Rücken. Bring jetzt deine Arme seitlich von deinem Kopf parallel vom Boden. Lang in die Länge gestreckt. Stütze deine Hände an den Talien ein. Drehe deinen vorderen, sicher beim vorderen Mattenrand nach vorne und gang in einem Schritt Füße zusammen. Wir sind in der Bergpause. Füße Erde, sie haben einen kleinen Abstand. Schultern schön mal durchrollen. Schulterblätter nach hinten, unten, aussen schieben. Einen tiefen Atemzug nehmen. Im nächsten einatmen, den Arm anheben. Ausatmen, Vorbeuge. Mit einem flachen Rücken einatmen. Ausatmen, Vorbeuge. Zurücklaufen in ein Brett parallel. Fließt du dein Vinyasa, beug deine Ellbogen. Komm langsam tief. Einatmen, Cobra oder Hund, der hochschaut.
und runterschaut. Gerade nochmal Wirbel für Wirbel, super slow in dein Brett, parallel zum Boden. Jetzt ist das Ziel Bauchlage. Du kannst die Knie jetzt ablecken oder mit den gestreckten Beinen dich langsam auf die Matte schieben, Bauchnabel hineinsaugen, Spannung im Körper. Langsam, langsam und lösen. Den linken Arm vor den Kopf, den rechten Arm und fasst mit dem rechten Arm den rechten Fuß. Halben Bogen. Mit dem Einatmen hebst du deine Beine, deinen Oberkörper, deine Arme und nimmst lange Atemzüge. Der Fuß vom gebogenen Bein schiebt in deine Hand, du willst deine Hand fortschieben. Und die Hand gibt Gegenbewegung in Druck. Zwei Atemzüge in deinem Bogen. Vorsichtig lösen. Deine Hand gerade als Küsse unter die Stirn bringen. Und ein paar Atemzüge in den Bauchlage nehmen. Hand seitlich von der Brust aufstützen, sich aufstellen. Hund, der runterschaut. Und der rechte Fuß zwischen die Hände. Und gerade nochmal in die Position vom zweiten Krieger. Ein Arm am anderen hoch, Arm parallel zum Boden. Der Oberkörper ist immer eingemittet über deiner Hüfte. Eine meiner liebsten Yoga-Posen, Trikonasana, der Triangel, Beine strecken. Mit dem Einatmen am vorderen Arm entlang fließen. Und dann in dein Dreieck kommen. Die Arme sind in einer Linie und dein Oberkörper ist weit zwischen zwei Scheiben geklemmt. Du kannst die rechte Hand auf dem Bein stützen, vielleicht nimmst du einen Block. Oder du bringst die Hand am Boden. Kopf ist locker. Schieb deine Füße schön in Boden, spür den Stretch in deinen Beinen, auf deiner Seite von deinem Körper und nimm noch einen langen Atemzug. Füg dein vordere Knie, eine Hand nach der anderen, zurück an Boden, verlangst. Und jetzt geht das vordere Bein direkt in den dreibeinigen Hund, Fersen hoch schieben. Schieb dich hoch, die Hände schieben dich aus der Matte und deine rechte Ferse zieht dich hoch. Tiefe, lange Atemzüge. Komm auf ein Bein in ein Brett. Du hast die Option, die Füße zusammenzustellen. Du hast auch die Option, eins beide Knie ablecken. Oder du tust auf ein Bein eintauchen durch die Vinyasa und dann beide Beine ablecken. Einatmen, Hund oder Kobra. Hund, der runterschaut, ausatmen. Linke Fuß zwischen die Hände. Krieger 2, hintere Ferse diagonal, vor ein Knie über dem Fußgelenk. Schultern senken, Blick über die vordere Hand. Damit du einen schönen rechten Winkel in deinem Knie kannst machen kannst, mit den Füßen immer schön genug weit auseinander sein. Vielleicht hast du noch ein bisschen Potenzial, dann mach den Schritt gross genug. Für den Triangel, Trikonasana, Beine strecken. Einatmen am vorderen Arm entlang in deinen Triangel fließen. Hand dort platzieren, wo sie hinkommt. Oberkörper bleibt zwischen diesen zwei imaginären Scheiben. Füße in Boden schieben und atmen.
Noch einen tiefen Atemzug nehmen. Vordere Beine beugen, die Hände zurück am Boden in deinen tiefen Lunge. Vordere Beine direkt in dreibeinigen Hund. Ferse schiebt hoch. Hüfte ist parallel zum Boden. Drei lange Atemzüge. Komm auf ein Bein, ein Brett. Option, beide Füße am Boden oder sogar beide Knie. Einmal durchs Vinyasa Ellbogen biegen. Hund oder Cobra. Hund, der oben schaut. Komm Wirbel für Wirbel in ein Brett. Dann ist die Knie am Boden oder gestreckte Beine. Das Ziel ist Bauchlage. Wir gehen langsam tief, langsam Ellbogen biegen. Bis du auf der Matte in der Bauchlage bist. Halber Bogen den Seitenwechsel. Rechts strecken und links den Fuß fassen. Der Blick ist am Boden. Starten mit dem Einatmen. Im halben Bogen tief ein- und ausatmen. Fuß schiebt in die Hand und die Hand gibt Gegendruck. Drei lange Atemzüge. Langsam lösen. Hände als Küsse unter die Stirn. Einen Moment relaxen in deiner Bauchlage. Komplett lösen für einen kurzen Moment. Stütze deine Hände seitlich an deiner Brust auf. Stell deine Zehenspitze auf. Und lauf mit den Händen zurück zu den Füßen. In den Hocke. Dein Oberkörper kommt aufrecht. Ich komme ein bisschen vor, damit man mich besser sieht. Oberkörper aufrecht. Und wenn du das Gefühl hast, du bist schon genug aufrecht, vielleicht kannst du noch etwas höher kommen auf deiner Zehenbalance. Deine Arme zu der Decke, verschränk deine Finger, schieb die Hand Innenseite nach oben und zieh gleichzeitig deine Schultern nach unten. In dieser Zehenbalance langsam die Beine strecken, in ein Stochen auf den Zehen, langsam hoch. Und wenn du oben angekommen bist, Hände lösen, Arme über die Seite langsam senken, immer noch auf der Zehenspitze, Oberkörper eintauchen. Hände kommen zusammen. Handfläche auf Handfläche. Und dann Knie beugen, Fersen setzen. Stell deine Füße mattenbreit jetzt. Wir kommen noch eins tiefer für den Yogi-Squat. Ellbogen, Knie verbinden, Oberkörper aufrichten. Und mit den Ellbogen schiebst du die Knie nach aussen und sorgst für eine Öffnung im Hüftbereich. Deine Hände schieben zusammen. Bring deine Hände am Boden. Und halt mit dem Einatmen den linken Arm an in einen Twist. Bleib einen kurzen Moment. Die Hand, die am Boden ist, der Ellbogen, drückt immer noch das Knie. Dort ist immer noch eine gewisse Verbindung. Dem Ausatmen zurück, Seitenwechsel, gerade noch mal Twist auf die andere Seite. Einatmen. Ellbogen, Knie haben noch eine Verbindung. Fersen schieben die Boden, wenn es geht. Im Ausatmen zurückkommen zu der Mitte. Füße hüftbreit zusammenbringen und jetzt in ein Brett kommen.
Aus dem Brett einmal durchs Vinyasa fließen, zur Erinnerung, Child's Pose ist jederzeit eine Option. Eintauchen. Mit dem Einatmen Hund oder Cobra. Hund, der runterschaut. Ein kleiner Schritt, Füße laufen zu den Händen. Vorbeuge. Mit dem nächsten Einatmen die Arme über die Seite hoch in einen gestreckten Berg. Hand vors Herz, ausatmen. Einatmen. Und nochmal ausatmen, ein drittes Mal. Mit dem Einatmen Arme anheben, Länge gewinnen. Ausatmen, Knie beugen für deinen Stuhl. Abstand zwischen den Knien und den Füßen ist der gleich. Du kannst auch ein bisschen weiter auseinandergehen. Oder ganz zusammen, aber schau, dass der Abstand gleich ist. In deinem Stuhl, entweder Arm zu der Decke, Schultern im Boden. Oder wenn du willst, kannst du deine Hände auch kreuzen vor deiner Brust und Schultern entlasten. Jetzt mit dem Einatmen für alle die Arme anheben. Ausatmen, Hände verbinden. Wir gehen auf rechts, Ellbogen ans Knie bringen. Schau, dass deine Knie auf einer Linie bleiben. Tendenziell möchte ich das eine nach vorne. Und schieb deine Hände schön zusammen. Verlagere dein Gewicht aufs rechte Bein. Das heisst, aufs Bein, auf der Seite, wo wir jetzt mit dem Oberkörper sind. Heb dein linke Bein an. Langsam zurückschieben. Bis du den Fuß zurückgestellt hast auf der Matte, bleib im Moment noch im Twist. Option linke Knie am Boden oder das Bein in der Luft. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Die Einatmung, Arm zurück in die Höhe bringen. Einatmen, Highlands. Ausatmen, Hände am Boden, Hund runterschauen. Wirbel für Wirbel langsam in ein Brett kommen. Das Ziel ist unsere Bauchlage. Wir kennen es. Langsam. Ellbogen beugen, vielleicht Knie am Boden. Langsam. Und lösen auf der Matte. Wir haben den ganzen Bogen. Arm parallel vom Kopf. Beug deine Knie, greif deine Füße. Schau beim Abstand zwischen den Knien, dass es dir wohl ist. Näher heisst nicht immer besser. Es muss für deine Knie stimmen. Und komm jetzt in den ganzen Bogen. Schieb dich hoch, aus dem Becken, Beine anheben. Versuch den Nacken lang zu lassen, jetzt knicken. Drei lange Atemzüge. Kontrolliert lösen. Eine Pause in der Child's Pose zurückschieben. Stehen am Boden, Gesäß auf den Fersen. Dann langsam die Zehen aufstellen, Hund, der runterschaut. Lauf mit kleinen Schritten mit den Füßen zu den Händen. Vorbeuge, Uttanasana. Mit dem Einatmen den Arm anheben, hoch. Hand vors Herz. Gerade nochmal einatmen. Ausatmen, Vorbeuge. Arme über die Seite, hochgestreckten Berg, Hände vors Herz. Wir haben den Stuhl Utkanasana, Runde 2. Beug deine Knie, nimm deine Arme hoch oder kreuze sie von deiner Schulter. Jetzt alle Arme mit dem Einatmen anheben,
Ausatmen, Twist auf links. Ellbogen, Knie verbinden. Schau, dass deine Knie auf der Linie bleiben. Versuche beim Twist den ganzen Oberkörper mitzunehmen. Oft meint man, man schiebt und dabei ist nur der Kopf. Es geht um die Wirbelsäule, aber auch um Schlüsselbein zum Beispiel. Das Gewicht kommt langsam auf dein linke Bein. Dein rechte Bein an für deine Balance. Langsam den Fuß langsam zurückstellen, bis du Bodenkontakt hast. In deinem Lunge mit Twist. Schieb die Hände zusammen. Komm mit dem nächsten Einatmen mit den Armen hoch in den High Lunge. Ausatmen, Hände am Boden, Hund, der runterschaut. Mit dem Einatmen die Fersen anheben und mit dem Ausatmen die Knie auf die Matte bringen. Komm in den Fersensitz. Also ich finde es heute richtig streng. Ich finde es wunder, was ihr, die mitmachen, dazu denken. Wir wechseln in sitzende Pose mit den gestreckten Beinen. Zuerst deine Füße nach vorne schieben, Fersen schieben vor, sicher zu dir. Sorg für einen aufrechten Oberkörper, einen Schulterbereich, der sich schön senkt. Gerade Blick, geradeaus. Dann beug dein linke Bein, du es innen andocken. Dein gestreckte Bein bleibt aktiv. Und dann kommst du mit dem Einatmen hoch. Und mit dem Ausatmen in eine Vorbeuge. Optional das Bein beugen. Vielleicht hast du einen Bändel oder ein Tuch, das du um deinen Fuß wickeln kannst, damit du aufgerichtet bist. Und wenn du Verlängerung brauchst, weil du so kurze Beine hast wie ich, nimmst du Block. Vier lange Atemzeiten. Auch mit einem langen Rücken und langen Arm zurückkommen, aufrecht. Und ausatmen, lösen. Bring deine Knie vor der Brust zusammen. Wir machen noch etwas für unseren Rumpf. Navasana, das Boot. Start mit den gebogenen Beinen. Und einem starken Rumpf. Kannst deine Arme öffnen. Das rechte Bein tief bringen und wieder hoch. Das linke Bein tief und wieder hoch. Entweder bleibst du jetzt mit den gebogenen Beinen oder du streckst sie. Sie sind in einem 45-Grad-Winkel vom Boden und bringst deine Arme seitlich dazu. Vier lange Atemzüge. Knie beugen, vor der Brust umarmen, herunterrücken und lösen. Bein strecken, das rechte Bein jetzt andocken. Für die einbeinige Vorbeuge deine Variante, das Bein bogen gestreckt oder mit einem Block oder mit einem Bändel oder durch. Langsam tief kommen. Deine Stirn zieht eher zum Fuß als zum Scheinbein. Es geht um die Länge im Rücken, nicht um die Tiefe. Ein letzter tiefer Atemzug. Mit einem geraden Rücken und langgestreckten Arm langsam hochkommen. Beine zusammenstellen. Ein bisschen ausschütteln. Wir haben die zweite Runde vom Boot. Navasana, Runde 2. Du kannst mit den gebogenen Beinen starten, wie vorher. Deine Arme auf die Seite nehmen. Und damit du dich nicht so stark auf deinen Bauch konzentrierst, nehmen wir die Arme dazu. Mit dem Einatmen anheben. Ausatmen, Schulter hoch.
Einatmen. Ausatmen. Option Beinstrecken. Einatmen hoch. Ausatmen senken. Zweimal. Und Knie beugen. Vor der Brust umarmen, runden Rücken. Dann kannst du deinen Rückenlacken auf der Matte. Also jetzt einfach mal ausstrecken, die Hände ineinander verkreuzen. Dich lang machen, strecken. Und dann gerade wieder Knie vor die Brust in ein kleines Päckchen Rücken massieren. Streck dein linke Bein auf der Matte aus. Dein rechte Knie ist vor deiner Brust. Happy Baby auf der rechten Seite. Hand aussen am Fuß, Ellbogen innen am Knie. Deine linke Hand liegt auf deiner Taille, Hüfte, auf der Hüfte. Das Gesäß ist beidseitig am Boden. Und dein gebogene Bein lässt sich langsam auf die Seite schieben. Du kannst so bleiben, oder wenn du willst, nimmst du den zweiten und dritten Finger um den grossen Zehen und tust das Bein strecken und legst es auf die Seite. Vielleicht willst du einen Block darunter legen zur Unterstützung. Oder vielleicht bleibst du mit dem gebogenen Bein. Kontrollier zurückkommen. Das Knie nochmal vor die Brust. Seitenwechsel. Happy Baby auf der linken Seite. Hand aussen am Fuß, Ellbogen innen am Knie. Rechte Hand auf der Hüfte. Und jetzt kipp dein Bein auf die Seite. Das gestreckte Bein ist aktiv, Ferse schiebt, Fuß ist flex. Option, zweiten und dritten Finger am grossen Zehen und dein gestreckte Bein auf die Seite fliessen. Gesäß bleibt am Boden. Und dein Atem fließt. Kontrolliert zurückkommen. Gerade nochmal beide Knie vor der Brust. Rücken hin und her massieren, von links nach rechts. Und für den Abschluss für Shavasana kannst du dich auf die Matte legen, alles lösen. Deine Hände seitlich von deinem Körper locker auf der Matte, die Füße, vielleicht fast mattenbreit. Mach die Augen zu und geniesse den Moment für dich. Hüft die Nase ein- und ausatmen. Spüre, wie der Atem in deinen Körper eintritt. Und ihn wieder verlässt. Jedes Körperteil, jedes Gelenk, jeder Muskel, alles ist relaxed, komplett gelöst. Der Atem fließt. Langsam deine Hände, Füße verwachen, fein bewegen. Dich nochmal richtig schön strecken auf der Matte. Deine Knie vor die Brust nehmen. In eine Seitenlacken. Und zurückkommen in ein Sitzen. Finde nochmal eine bequeme sitzende Pose. Und nimm noch einen langen Atemzug. Arme über die Seite hoch. Einatmen. Und ausatmen. Ganz einen schönen Abend. Schön, dass du dabei warst. Bis nächsten Mittwoch. Namaste.